Ja, ich begrüße alle sehr herzlich zu unserem Ukraine-Online-Austausch zum Thema Familie, den Referenten Herrn Leon Becker. Und wir machen das, wie gesagt, zusammen mit dem Verein Familiengerechte Kommune. Das ist hier Beatrix Schwarze und genau, und mit der Alliance for Ukraine, vertreten hier durch Benedikt Fritz. Und ich gebe direkt weiter an meine Kollegin Beatrix Schwarze vom Verein Familiengerechte Kommune. Ja, dann möchte ich Sie auch alle ganz herzlich begrüßen zum einen und zum anderen Ihnen ein ganz wenig über den Verein sagen. Wir arbeiten mit über 100 Kommunen zusammen zu Themen, die integrierte Arbeit für Familien bedeuten. Und zwar da unter anderem auch mit der Stadt Bad Oeynhausen. Wir begleiten die Kommunen in Prozessen, sowohl in Prozessen jetzt zur Familiengerechtigkeit wie eben auch zum Sozial, also allen Bausteinen, die dazu beitragen. Da sind zum Beispiel jetzt hier auch Kommunen, sehe ich hier, die mit uns zusammenarbeiten im Rahmen von Sozialmonitoring. Und bei allen Themen, wenn es ums Familienthema geht, spielen natürlich auch die Akzeptanz von Menschen und das Gemeinwohl, die Lebensqualität in verschiedensten Zusammenhängen eine Rolle. Und die Stadt Bad Oeynhausen hat sich gerade im Prozess da genau drum gekümmert und hat natürlich auch überlegt, wie kann ich Menschen, die jetzt neu dazugekommen sind, und zwar jetzt im Moment aus der Ukraine, aber wir hatten ja auch schon vorher viele Geflüchtete, einfach dazu jetzt unterstützen oder wie kann ich Erkenntnisse daraus gewinnen. Insofern freue ich mich, dass heute Herr Becker uns das nahebringen wird und übergebe dann auch direkt an Sie. Ja, vielen Dank für die Einleitung und auch von mir nochmal einen schönen Tag. Genau, wie gesagt, mein Name ist Leon Becker. Ich bin momentan noch als Netzwerk- und Koordinationsstelle im Bundesprogramm Kita-Einstieg hier bei der Stadt Bad Oeynhausen tätig. Und wie schon angekündigt wurde, ich kümmere mich hier so ein bisschen um die Hausbesuche bei den ukrainischen Familien hier in Bad Oeynhausen. Und darum soll es auch heute gehen. Seit Ende April führt jetzt die Stadt Bad Oeynhausen in Kooperation mit der Diakonie und der Johanniter-Unfallhilfe sogenannte Begrüßungsbesuche, Hausbesuche bei den neu angekommenen ukrainischen Familien durch. Die Familien werden dann in ihrem neuen Zuhause besucht oder werden in städtische Räumlichkeiten oder auch in Räumlichkeiten der Diakonie eingeladen. Und in erster Linie soll es natürlich erstmal darum gehen, die Familien willkommen zu heißen und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie hier auf jeden Fall Unterstützung bekommen. Dafür gibt es dann auch eine kleine Willkommenstüte mit kleinen Geschenken. Da ist dann ein bisschen Schokolade drin, ein paar Hygieneartikel. Genau. Es handelt sich dabei aber auch und vor allem besonders um eine Art Bedarfserhebung. Das heißt, was brauchen die Familien, um hier in Bad Oeynhausen gut anzukommen? Was gibt es für Bedarfe? Gibt es Bedarf nach Wohnraum? Gibt es Bedarf nach Kinderbetreuungsplätzen? Medizinischer Bedarf? Und so weiter. Dahingehend wird dann aber auch gefragt, was die ukrainischen Geflüchteten an Qualifikationen und vielleicht auch Berufserfahrungen selbst aus der Ukraine mitnehmen. Im Optimalfall kann man da natürlich direkt irgendwie weiterleiten oder neue Jobs weitervermitteln. Als Beispiel jetzt Erzieher oder Erzieherinnen zum Beispiel werden natürlich immer gesucht und gerade in der jetzigen Situation russischsprachige oder ukrainischsprachige pädagogische Fachkräfte sind natürlich sehr wichtig. Genau. So viel allgemein erstmal zu dem Ziel dieser Hausbesuche. Vielleicht sage ich ganz kurz, wie der allgemeine Ablauf ist. Dann kurz was zu den Fragebögen und dann könnte ich vielleicht schon ein paar der ersten groben Ergebnisse vorstellen einmal. Genau. Und zwar, es war ursprünglich geplant, dass ich immer einen Brief an die jeweiligen Familien rausschicke auf Ukrainisch und auf Deutsch. Wir haben uns dagegen entschieden, dass es nur einen Brief gibt, sondern ich rufe immer vorher einmal eine deutschsprachige Kontaktperson, die meist bei den ukrainischen Familien vorhanden ist, rufe ich an, mache einen Termin mit ihr und der Familie aus und schicke dann erst nochmal dieses offizielle Anschreiben auf Deutsch und Ukrainisch los. Das ist sicherlich ein bisschen aufwendiger, als wenn man nur einen Brief losschickt, aber es ist, glaube ich, einfach sicherer. Man hat dann die Bestätigung, dass der Termin auf jeden Fall wahrgenommen werden soll. Und
Dann muss man natürlich immer oder in den meisten Fällen Dolmetscher beantragen. Manchmal hat man das Glück, dass dann die Kontaktperson vielleicht selbst vor Ort ist und übersetzen kann. Aber in den meisten Fällen braucht man natürlich einen Dolmetscher dabei. Und genau, zu den jeweiligen Terminen fahren dann meine Kollegen und Kolleginnen der Johanniter Unfallhilfe oder der Diakonie. Ich bin auch schon mal eingesprungen, wenn wer krank war, genau. Und führen dann quasi mit diesen Familien dann die jeweiligen Gespräche durch. Es gibt Fragebögen, auf die ich jetzt zu sprechen kommen möchte. Einmal für Erwachsene und einmal für Kinder bzw. Jugendliche, wobei natürlich immer eine erwachsene Person im Normalfall dabei ist. Die Fragebögen für Erwachsene, dort geht es natürlich erstmal um ganz allgemeine Informationen, Geburtsdatum, seit wann sind sie in Bad Oeynhausen und so weiter. Dann geht es natürlich auch um die Wohnungssituation. Das heißt, wo sind die Familien untergebracht? In einer Wohnung, in einem Mietshaus, in einem Wohnheim für Flüchtlinge. Es gibt ja ganz verschiedene Situationen. Dann, ob die Wohnsituation langfristig vorstellbar ist oder ob es eher eine Übergangslösung ist. Da kann ich sagen, es ist in vielen Fällen momentan noch so, dass die Wohnsituation natürlich eine Übergangslösung ist. Oft ist der Wohnraum zu klein. Dann stellen wir auch die Fragen, ob die Familien langfristig in Bad Oeynhausen bleiben möchten und wie lange die Familien in Deutschland bleiben möchten. Ich finde, das ist eigentlich immer eine eher unsensible Frage, aber ist natürlich auch irgendwie wichtig zu wissen. Und auch die Ergebnisse bislang fand ich relativ spannend. Also viele haben natürlich auch gesagt, sie möchten, wenn ein Ende des Krieges irgendwann in Sicht ist, auf jeden Fall wieder zurückkehren. Es haben aber auch sehr, sehr viele gesagt, knapp die Hälfte, dass sie tatsächlich für immer in Deutschland bleiben möchten. Aktuell haben das die Hälfte der Befragten gesagt. Und das ist natürlich eine Information, die schon interessant ist. Und genau. Dann wird natürlich die Frage nach den Kindern gestellt. Sind die Kinder alle im Haushalt? Ist der andere Elternteil auch im Haushalt? Falls nicht, kommt er vielleicht noch nach? Wie sieht das dann mit dem Sorgerecht teilweise aus? Auch das sind natürlich immer irgendwie unsensible Fragen. Da muss man dann immer im Gespräch einfach gucken, wie ist gerade die Situation? Frage ich jetzt, ist der andere Elternteil auch in Deutschland? Sagt vielleicht die Frau, nein, ist noch in der Ukraine. Da muss ich natürlich abwägen, alles klar, frage ich jetzt, wie es in der Zukunft aussieht. Aber das hat bislang, glaube ich, immer ganz gut geklappt eigentlich. Genau, dann wird auch natürlich die Frage nach den Sprachkenntnissen gestellt. Da geht es dann natürlich darum, ist es gewünscht, einen Deutschkurs zu absolvieren, an einem Deutschkurs teilzunehmen. Dann, wie gesagt, die Frage nach den Bildungsabschlüssen und dem Beruf in der Ukraine. Also gibt es, wie gesagt, irgendwelche Vorerfahrungen. Auch wird die Frage gestellt nach der Mobilität hier in Deutschland. Das heißt, ist zum Beispiel ein Führerschein vorhanden? Falls ja, ist auch ein Auto vorhanden? Wie ist die Anbindung an Bus und Bahn? Das sind ja auch alle Sachen, die immer wichtig sind, gerade wenn es um, ich sag mal, darum geht, die Kinder zur Schule zu bringen, zur Kindertagesbetreuung zu bringen, um auch vielleicht selbst irgendwie einen Job annehmen zu können. Genau. Zum Schluss gibt es dann immer noch mal eine relativ offene Frage, einfach nach weiteren Bedarfen, nach weiteren Hilfestellungen. Da können die Befragten dann einfach noch mal frei vom Herzen erzählen quasi, was sie sich wünschen. Da geht es dann, wie gesagt, oft um Wohnungssituation, um Kindertagesbetreuung. Aber es kann zum Beispiel auch sein, vielleicht ist jemand schwanger, dann können die Interviewer ihr direkt quasi einen Flyer einer bestimmten Beratungsstelle in die Hand drücken und alles sowas. Genau, dann gibt es den Fragebogen für die Kinder. Dort geht es natürlich auch erstmal um, Bildungsfragen. Wie ist das, was wurde in der Ukraine bereits gemacht? Findet vielleicht aktuell noch Online-Unterricht statt hier in Deutschland? Bei den Schulen ist es ja so, dass die Ukrainer und Ukrainerinnen hier der Schule zugewiesen werden. Ein bisschen spannender ist es dann, und das ist auch ja ein sehr großes Anliegen jetzt dieser Fragebogenaktion, die Kinderbetreuung, also für Kinder im Kindergartenalter. Genau.
Ich meine, die meisten Kinder haben natürlich jetzt aktuell noch keinen Betreuungsplatz. Dann wird auf jeden Fall erstmal immer auf die Angebote vom Bundesprogramm Kita-Einstieg verwiesen. Das ist ja ein sehr niedrigschwelliges Angebot. Dort kann ja jeder hinkommen ohne Voranmeldung und so weiter. Genau, es geht aber halt vor allem auch darum, um zu erfassen, wo Familien sind, die jetzt wirklich dringend eine Kindertagesbetreuung brauchen. Das heißt, wer braucht einen Betreuungsplatz und wo wohnen diese Familien? Das heißt, dass man dann nach dieser Fragebogenaktion an den entsprechenden Orten, an denen jetzt dieser Bedarf herrscht, auf jeden Fall neue Angebote installieren kann. Das, die Tatsache, dass viele Wohnungen natürlich dann noch eine Übergangslösung sind, macht es natürlich etwas schwierig, dann zu sagen, jo, hier in dem und dem Stadtteil sind so und so viele Familien, die aktuell einen Betreuungsplatz brauchen. Es bietet aber natürlich trotzdem erstmal schon mal einen ganz guten Überblick. Genau. Bei den Kindern werden ansonsten noch Fragen auf jeden Fall zur Masernimpfung gestellt und ob ein Impfausweis vorhanden ist, weil gerade die Masernimpfung ist ja hier Pflicht. Und es ist auch tatsächlich jetzt oft der Fall gewesen, dass die Kinder nicht gegen Masern geimpft sind oder auch, dass kein Impfausweis hier in Deutschland ist, sondern noch in der Ukraine. Genau. Auch hier wird zum Schluss wieder eine offene Frage gestellt bei den Kindern und Jugendlichen. Dort geht es dann oft um, ich sag mal, Hobbys. Das heißt, was kann man vielleicht für die Kinder, für die Jugendlichen anschließend organisieren? Das sind natürlich auch immer alles Sachen, die jetzt nicht innerhalb von 1-2 Wochen passieren können, sondern es wird jetzt halt gesammelt einfach und dann im Anschluss wird geguckt, ob man vielleicht irgendwelche Angebote umsetzen kann. Genau. Dazu kann ich vielleicht auch gleich sagen, die ukrainischen Kinder sind auf jeden Fall sportlich und musikalisch sehr aktiv und talentiert. Das ist so eins der ersten Ergebnisse. Also ja, gefühlt jedes zweite Kind hat auf jeden Fall eine Musikschule besucht und möchte auch hier in Zukunft wieder irgendein Instrument spielen oder Musikschulen besuchen. Das sind dann auf jeden Fall Bedarfe, die ich ja hier an dem Bereich Kultur der Stadt Bad Oeynhausen weiterleite. Sportliche Aktivitäten ist auch die ganze Bandbreite vorhanden. Auch hier wird es natürlich dann, werden die Bedarfe an den Bereich Sport weitergeleitet. Dort geht es dann ja auch um Fragen, wie sind die Kinder dann vielleicht versichert, wenn sie nicht direkt Mitglied in einem Sportverein werden. Genau, aber auf jeden Fall wird sich dann der Bereich Sport hier mit den Sportvereinen auseinandersetzen und hoffentlich dann irgendwann ein paar Angebote installieren können. Genau. Auch die Bedarfe zur Wohnsituation sind natürlich, wie ich ja eben schon gesagt habe, immer vorhanden. Und natürlich schwierig. Städtischer Wohnraum ist ja auch dann immer nur begrenzt vorhanden. Privater Wohnraum natürlich auch. Aber auch diese Bedarfe leite ich natürlich immer sofort weiter. Genau. Was kann ich sonst noch sagen? Ich habe ja gesagt, dass natürlich auch die Frage nach den Berufserfahrungen gestellt wird. Und hier natürlich vor allem Personen mit pädagogischen Vorkenntnissen aktuell vielleicht gesucht werden. Und da haben sich auch bislang schon einige Menschen gefunden, die in der Ukraine als Psychologin zum Beispiel gearbeitet hat, in der Grundschule, in einem Krankenhaus, als Lehrer, Lehrerin, Erzieher, Erzieherin. Und das sind dann natürlich einfach Sachen, die ich auch direkt Erlaubnis natürlich weiterleite an die Jugendamtsleitung, die Fachbereichsleitung der Kitas und die Leitung der Kindertagespflege. Und hoffentlich wird sich dann in Zukunft auf jeden Fall dahingehend auch was ergeben. Abschließend könnte ich vielleicht noch sagen, die Hausbesuche laufen immer relativ unterschiedlich ab. Mal kann es sein, dass es kaum Bedarfe gibt. Vielleicht hat die Familie schon eine eigene Wohnung, vielleicht arbeiten alle schon, vielleicht gibt es überhaupt keine Kinder im Kindergartenalter. Das heißt, die Kinder gehen schon zur Schule, da musst du dich nicht um so viel kümmern. Dann kann es mal sein, dass ein Fragebogen innerhalb von 5 Minuten vielleicht abgearbeitet ist. Bei anderen Familien kann aber so ein Fragebogen auch schon mal eine halbe Stunde oder 40 Minuten dauern. Je nachdem, gibt es Kinder im Kindergartenalter, gibt es vielleicht einfach sonstige Sachen, die den Menschen auf dem Herz liegen, die es sie einfach mal erzählen möchten. Es gibt auch natürlich medizinische Bedarfe teilweise, die oft dann
ich sag mal, diesen Fragebogen in die Länge ziehen. Und genau, das macht die Planung dann im Endeffekt natürlich ein bisschen schwierig. Das heißt, wie viele Personen lade ich jetzt wirklich immer ein oder wie viele Personen schreibe ich an? Aber ich glaube, auch das hat bislang eigentlich ganz gut geklappt. Und genau. Abschließend kann ich vielleicht noch sagen, die Bedarfe, die jetzt während des oder während dieser Befragungsaktion schon gelöst werden können. Das heißt, teilweise vielleicht Wohnungsbedarfe, die ich dann direkt weiterleite. Die werden dann auf jeden Fall natürlich auch gelöst bei anderen Bedarfen, die jetzt vielleicht keiner so akuten, schnellen Lösung bedürfen und die aber trotzdem vielleicht auch gehäuft auftreten, wird überlegt, ob dann anschließend an diese ganze Fragebogenaktion, Hausbesuchsaktion nochmal eine Infoveranstaltung stattfindet, wo dann diese Fragen halt alle gesammelt quasi beantwortet werden können. Genau. Soweit erstmal von mir. Bei Rückfragen stehe ich natürlich jederzeit zur Verfügung. Und auch, wenn sonst irgendwer noch im Nachhinein Fragen hat, kann er mich gerne irgendwie anschreiben oder kontaktieren. Und genau. Und vielen Dank erstmal auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Becker, für die Ausführungen. Ich denke, so deutlich geworden ist ja, dass es darum geht, auch strategisch die Bedarfe zu erheben. Und dann eben, das geht nicht von heute auf morgen, das haben Sie ja beschrieben, das war ja jetzt sehr, sehr direkt aus der Praxis sozusagen, zu gucken, wie können wir da konkret drauf reagieren oder wie kann man auch Dinge zusammenfassen, um dann möglichst gut den Menschen auch begegnen zu können. Ich habe jetzt schon zwei Fragen im Chat gesehen und vielleicht können Sie die direkt beantworten auch nochmal. Das ist, können die Fragebögen von Ihnen zur Verfügung gestellt werden? Da war ein Interesse, weil ich denke, das macht ja Sinn, da kann man auch nochmal überlegen, wo haben wir, setzen wir andere Schwerpunkte, aber man hätte ein Grundgerüst sozusagen. Mit den Fragebögen müsste ich tatsächlich nochmal nachfragen, aber würde ich auf jeden Fall mich nochmal melden, genau. Ja, das würde in jedem Fall Sinn machen, dass wir die zeitnah dann auch den Teilnehmenden zur Verfügung stellen können, weil ich denke, das ist ja genau die Praxis, wo wir von lernen können, um dann entsprechend da auch eigene Akzente setzen zu können nochmal. Ich denke, so deutlich ist ja auch nochmal geworden, dass man eben auch Ressourcen damit erschließen kann. Und ich habe aus dem Vorgespräch auch noch in Erinnerung, dass man deutlich machen kann, also dass es auch Eltern gibt, die sagen, wir wollen gerade erstmal gar noch nicht die Kita oder Ähnliches sofort haben, sondern wir brauchen erstmal mit uns oder für unser Kind einen Abstand, weil traumatische Erfahrungen da sind. Und da haben Sie ja auch noch mal gesagt, dass da sozusagen dann auch auf die eigene Fachexpertise aus dem Kreis der Geflüchteten sozusagen zurückgegriffen wird. Ich habe aber noch eine Frage konkret zur Unterkunft. Wo sind die denn im Moment untergebracht, die Familien? Die ist im Chat drin. Sind sie alle bei Privatmenschen untergebracht? Sind die zugewiesen worden? Also vielleicht können Sie da noch mal was zu sagen. Oder haben Sie eine Notunterkunft in Bad Oeynhausen? Also genau, das ist auch eine Frage, ob die Befragten oder die angekommenen ukrainischen Menschen jetzt hier der Stadt zugewiesen wurden. Das war bislang jetzt tatsächlich noch nicht der Fall, zumindest laut dem Fragebogen nicht. Und sie sind natürlich aber auch nicht nur bei Privatpersonen untergebracht. Also es gibt auch Flüchtlingsunterkünfte hier. Es gibt die sogenannte Britensiedlung. Dort sind viele Geflüchtete untergebracht und das sind dann halt auch oft städtische Wohnungen oder genau, Unterkünfte. Ja, ja, die Privatleute, die wo Menschen unterkommen, oder woher kommen die, frage ich jetzt immer, sind das Verwandte, sind das Menschen, die sowieso schon irgendwie einen Bezug zur Ukraine hatten? Genau, also in vielen Fällen ist es so, dass es dann natürlich auch russisch- oder ukrainischsprachige Menschen sind und die sich dann, soweit ich das jetzt weiß, ich habe mit dem Bereich Integration jetzt der Stadt Bad Oeynhausen erst seit Anfang des Krieges quasi so ein bisschen zu tun. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie sich diese Leute dort gemeldet haben. Ich glaube aber, es gab einen Aufruf der Stadt, die explizit gefragt hat, wer könnte es sich vorstellen, wer hat vielleicht Möglichkeiten, Familien unterzubringen. Und deswegen haben sich dann auch, soweit ich das weiß, so viele russisch- und ukrainischsprachige Menschen dort gemeldet, auf jeden Fall. Ja. Können Sie auch noch sagen, wie Sie an die Informationen, also es ist ja so ein bisschen erklärt damit schon auch, aber wie kommen Sie an die Informationen, wo die Familien wohnen und ob die Kinder haben, also wie die vor Ort sind? Also Sie brauchen ja Ansprechpartner, um überhaupt da den Fragebogen platzieren zu können.
Genau. Das läuft erstmal über das Sozialamt, wenn die sich dort registriert haben, um sich zu registrieren quasi, kriege ich jede Woche eine Liste vom Sozialamt, von meinen Kolleginnen, die dann quasi aktualisiert wird, wo dann auch draufsteht, wer ist wieder weggezogen, wer ist jetzt neu dazugekommen, und dort sind dann quasi wirklich alle aufgelistet, die beim Sozialamt ja registriert sind. Genau. Ja. Jetzt haben wir ja ab 1. Juni die Regelung, dass wirtschaftliche Hilfen über das SGB II ausgezahlt werden und da auch eine Meldung erfolgt. Gibt es da schon erste Zusammenarbeitsformen? Bislang ist da noch nichts passiert. Nee. Genau, also mit dem kommunalen Integrationsmanagement hier im Kreis Minden wird auf jeden Fall zusammengearbeitet. Da geht es dann aber aktuell auf jeden Fall, ich sag mal, eher um Dinge wie Sprachkurse. Das sind aber zum Beispiel ja auch Sachen, die durch den Fragen werden. Das heißt, dort ist ja auch immer die Frage, möchten Sie an einem Sprachkurs teilnehmen? Das nehme ich dann natürlich auf. Und ich hoffe, alle sagen ja. Das heißt, ich kann dann auf jeden Fall viel Bedarf beim KIM anmelden. Genau, für solche Sprachkurse, ja. Ich glaube, der Schwerpunkt jetzt hier, also so würde ich es jetzt sagen, war jetzt wirklich nochmal zu gucken, was steht auch, die Familien zu fragen, was steht da auch, oder Familien jetzt, Einzelpersonen zu fragen, was steht auch dahinter. Aber vielleicht würde ich jetzt gern in die Runde nochmal sagen, wer hat weitere Fragestellungen? Eine Frage sehe ich von Claudia Walter. Genau, danke Beatrix. Ich wollte noch auf KIM kurz eingehen, weil man ja da auch Stadt-Kreis-Problematik mitdenken muss. KIM ist halt auf Kreisebene oder kreisfreie Stadt und Bad Oeynhausen als richtige, nicht so kleine Stadt. Da macht es natürlich Sinn, den Bedarf nochmal selbst zu erheben und sich dann mit dem Kreis auszutauschen. Das ist natürlich dann so ein bisschen andere Voraussetzung als im Kreis Düren, denke ich. Also ich leite die Bedarfe immer erstmal weiter an die Kolleginnen des Team Asyls. Die sind dort auch für die medizinischen Bedarfe teilweise zuständig. Und dann kommt es natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, was ist jetzt der Bedarf? Also es gab teilweise Leute, die Krebs haben zum Beispiel, da ist natürlich dann eine schnelle Untersuchung oder irgendwie eine schnelle Vermittlung wichtig. Bei anderen ist es vielleicht, hört sich jetzt blöd an, aber nicht ganz so akut. Und die Schnittstelle an sich, wie das dann vom Team Asyl jetzt genau mit den Gesundheits- oder mit Ärzten etc. zusammenläuft, da bin ich gar nicht so mit drin. Ich bin, wie gesagt, eher immer dafür da quasi diese Fragebögen auszuwerten und die Bedarfe dann wirklich weiterzuleiten an die Kolleginnen und Kollegen. Und dort wird sich dann halt ja um alles gekümmert. Ich sehe jetzt keine anderen weiteren Fragestellungen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, Claudia, irgendwie wo, ob bei denjenigen, die jetzt nicht im Bild dabei zugeschaltet sind, ob da Fragen sind. Ich sehe nichts im Chat. Also von daher würde ich gerne wieder an dich übergeben. Sehr gerne, vielen Dank, Herr Becker. Beatrix.